an der Innenseite der Jacke eine ganze Schicht drüber laminiert, um die Membran zu schützen. Bei der 2,5-Lagen-Membran ist nur eine Struktur laminiert, also eine Gewichtsersparnis. Die Jacke ist leichter und kleiner. Ich habe hier zwei verschiedene Produktmuster mal dabei, rein vom Stoff her. Das ist jetzt ein alter Typ von einer 2,5-Lagen-Membran. Das sieht man ja hinten, also das Weiße, was so durchscheint, ist praktisch die Membran und diese Struktur ist der Schutz, der drauf laminiert ist. Das ist so ein bisschen dieser alte Regenjacken-Style, fühlt sich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, plastiktütenmäßig an. Och, finde ich gar nicht. Fühlt sich auch schon gut an. Okay, das ist schon in Ordnung. Wenn unsere Tüten sich so anfühlen würden, finde ich gut. Nein, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, ja, ja. Aber okay. Wenn man einfach den Unterschied merkt, weil das fühlt sich nochmal anders an. Oh ja. Und vor allem auf der Rückseite sieht man einen Unterschied. Wir sagen dazu jetzt dreidimensional, 2,5-Lagen-Membran dreidimensional, weil die Struktur, die drauf laminiert ist, ist dreidimensional. Dadurch entstehen weniger Auflagepunkte auf der Haut, es ist mehr Luftzirkulation, die Feuchtigkeit wird besser abtransportiert, die Jacke ist atmungsaktiver und vor allem es fühlt sich besser an. Wenn man freiwillig gerade den Unterarm hergeben will. Das liegt ja nahe. Ich darf den einfach mal ein bisschen durchmachen. So, also wir sind jetzt beim Sporteln unterwegs und man schwitzt ein bisschen. Eine leichte Jacke hat die vielleicht über ein T-Shirt an. Wenn ich jetzt die Membran auf der Haut habe, das klebt eben ein bisschen. Ne? Also es ist so ein bisschen wieder, auch richtig. Ja, genau. Es ist so ein bisschen wie der Duschvorhang. Hat mal jemand gesagt. Die neue Membran. Ich kann vielleicht auch noch ein bisschen festsitzen, aber es ist... Wie besser. Ist ja auch kein Wasser mehr da. Ja, es ist schon noch nass hier. Doch? Okay. Also es ist einfach vom Hautgefühl her, man merkt auch auf der anderen Seite, es ist viel weicher. Es ist ein Stretch drin, also es ist praktisch eine leichte Jacke, kompletter Wetterschutz, atmungsaktiv, wasserdicht, aber trotzdem ist auch noch ein Komfortaspekt dabei. Die Jacke kann man gleich zusammenhalten, Rucksack mitnehmen. Die ist jetzt in sämtliche Produkte eingearbeitet. Ist nicht in sämtliche Produkte eingearbeitet, das ist bisher eine Jacke.